Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Veggie-Experiment. Und zwar heute mit einer ganz besonderen Folge, weil wir haben eine Kooperation mit Köln. Und das ist ziemlich cool, weil ich kann deren Produkte heute ganz besonders gut gebrauchen für mein Rezept. Wir machen nämlich vegane Chötbullar und die sind nicht nur vegan, sondern auch noch glutenfrei. Ich war nämlich in diesem, ihr kennt ja das bekannte Möbelhaus, dieses eine schwedische da. Da war ich essen und die haben die Chötbullar tatsächlich auch in einer Veggie-Variante. Allerdings muss ich sagen, die sind einfach nicht so richtig lecker, ehrlich gesagt. Und da habe ich mir gedacht, das muss doch auch besser gehen, oder? Und da habe ich mich auf die Suche begeben, habe einige Rezepte angeguckt und habe mir dann so ein bisschen was zusammengesucht, wo ich dachte, das probiere ich heute mit euch aus. Und ich fange auch gleich schon mal damit an, dass ich die Kartoffeln zum Kochen bringe, denn bei mir gibt's Chötbullar immer mit Kartoffelpüree. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr am liebsten eure Chötbullar isst. Für mich ist das mit der Soße und dem Kartoffelpüree einfach die perfekte Mischung. So, Zwiebeln können wir auch schon mal schneiden. Die ganz Schlauen unter euch, die sagen jetzt bestimmt, Hafer ist doch eh schon glutenfrei. Allerdings werden die Haferprodukte ganz oft in den gleichen Maschinen verarbeitet wie die anderen Getreideprodukte. Und dadurch sind dann trotzdem Spuren von Gluten damit drin. Und Köln achtet eben bei ihren glutenfreien Haferprodukten darauf, dass das nicht so ist. Deswegen, also für alle, die wirklich eine richtig schlimme Allergie haben, ist das die super safe Variante. Das ist eigentlich ziemlich cool. Oh, jetzt fange ich wieder an zu heulen, das gibt's doch nicht. Das ist jedes Mal das Gleiche, ey. Jetzt mal abtrocknen. Dann brauchen wir noch Knoblauch. Reicht auch wieder so ein bisschen grob gehackt, weil das gleich alles in den Mixer kommt. So, Zwiebelchen und Knoblauch in die Pfanne. Oh, ich dachte, das brutzelt jetzt schon. Habe ich mich geirrt. Dann kann ich mir jetzt schon auch die Pilze schnappen. Die schneide ich jetzt auch mit dem Veggie-Lifestyle. Läuft es eigentlich ganz gut bei mir. Also immer dann, wenn ich zu Hause bin, ist das alles super easy. Es wird dann schwierig, wenn ich bei Leuten eingeladen bin. Jetzt letztens war ich bei einer Freundin, bei deren Familie in der Schweiz. Und dann ist es natürlich auch so, man will dann auch nicht, ja, man will keine Umstände bereiten. Und da merke ich, da tue ich mich noch dann ein bisschen schwer. Beziehungsweise, da gehe ich dann einfach mit dem Flow. Und das ist mir aber auch wert. Das ist im Moment noch okay für mich, einfach zu sagen, ey, was soll's. Wenn ich für mich koche, achte ich drauf. Wenn ich bei Freunden bin oder zum Essen eingeladen bin, dann, ja, dann esse ich das, was gibt's. Und dann freue ich mich auch darüber. Ein bisschen Öl noch. Ihr könnt eigentlich auch schon mal ein bisschen Salz und Pfeffer dazu tun. Das lasse ich kurz in Frieden und hack schon mal etwas Petersilie. Was haben wir denn hier noch an schönen Gewürzen? Oh ja, nein, das ist Kurkuma, das wollte ich nicht. Hier, nein, das wollte ich auch nicht. Wo ist denn der Kumin hin? Ah, hier. Manchmal sieht man echt das Offensichtlichste überhaupt gar nicht. So. Und was mir auch noch schwer fällt, ist vegan backen. Also das ist auch sowas, das habe ich einfach noch nicht im System, weil viele Sachen mir dann doch auch echt nicht schmecken in vegan. Also Gina, die Pancakes, die sie mir gemacht hat, die liebe ich. Die mache ich auch tatsächlich richtig häufig. Falls ihr die noch nicht ausprobiert habt, das müsst ihr unbedingt tun. Also ich verkaufe überall diese Pancakes, weil die sind einfach großartig. Da müsst ihr mal beim Bake Club rüberschauen. Aber sonst die meisten Kuchen, die haben mich einfach noch nicht so richtig überzeugt. Das sieht super aus. Guck mal, wie schön angeröstet das alles ist. Da gebe ich jetzt die Linsen dazu. Dann gebe ich da auch die Petersilie dazu. Gut. Die Masse sieht super aus. Sie riecht auch wunderbar. Jetzt müssen wir mal hier rüber zu diesem Mixer. Da kommt jetzt das ganze Zeug,
Das ganze Zeug kommt da jetzt rein und wird einmal richtig schön gemixt. Mixt das Ganze nicht zu lang. Wir wollen kein Püree haben, sondern wir wollen eine schöne knetbare Masse haben. Also ein bisschen Stückchen drin ist für die Textur auf jeden Fall gut. Deswegen bleibt daneben und schaut euch das mal an, wie sich das entwickelt. Aha, hier muss ich auf jeden Fall ein paar Mal nachhelfen. Oh mein Gott! Alle haben so geguckt. Hat sie jetzt wirklich fast den Mixer angemacht, ohne den Deckel drauf? Das reicht mir jetzt schon. Allerdings brauchen wir noch etwas, was die Masse dazu bringt, dass sie auch schön zusammenhält. Und da habe ich hier diese wundervollen Haferflocken in garantiert glutenfrei. Und da kommen jetzt 100 Gramm ungefähr rein. Dann rühre ich das nochmal richtig schön durch mit dem Mixer. Und dann lasse ich die Masse für ungefähr 10 Minuten auskühlen, bevor ich damit ja, meine Finger eben nicht verbrenne. So. Ihr könnt euch da mit der Menge der Haferflocken auch ein bisschen rantasten. Denkt allerdings dran, dass natürlich die Haferflocken in Verbindung mit der Feuchtigkeit dieser Masse natürlich auch nochmal aufgehen und das Ganze nochmal ein bisschen andicken. Deswegen auch die Wartezeit dann danach von 10 Minuten. Also wenn ihr denkt, oh, das sieht aber noch gar nicht ganz so fest aus, seid nicht zu voreilig, zu viele Haferflocken da reinzuschmeißen. Ja, gut. So. Das Coole ist, wenn man mit Haferflocken was andickt, dann hat man gleich auch schon irgendwie ein paar coole Nährstoffe noch mit drin. Haferflocken haben eh auch irgendwie so ein nussiges Aroma, was halt auch sehr gut dazu passt. Und es ist halt nicht so wie Mehl jetzt zum Beispiel, einfach irgendwie so ein, ja, so ein nichtssagend und pappig. Wisst ihr, was ich meine? Haferflocken sind einfach, die sind an sich schon, schmecken die gut. Also warum nicht auch hier drin? Das hier ist die Masse. Ihr könnt allerdings schon mal in den 10 Minuten, die wir jetzt warten, den Ofen anschmeißen. Der kann er nämlich schon mal vorheizen auf 180 Grad Umluft. Ah, jetzt wollte ich hier gerade aufräumen und da ist mir aufgefallen, ich habe was vergessen. Und zwar kommt ja in diese wunderbare Masse noch etwas Sojasauce rein. Beziehungsweise in diesem Fall natürlich glutenfreie Sojasauce. Glutenfreie Sojasauce ist allerdings das gleiche wie Tamari-Soße übrigens, für alle, die das noch nicht wussten. Das ist nämlich letztlich Sojasauce, nur halt ohne Weizen. Genau. Also alles zurück. Also Masse hier wieder schön rein. Und ungefähr so 2 Esslöffel von der Tamari-Soße dazu. Die ist schön salzig, die gibt richtig gutes Aroma, hat auch diesen Umami-Flavor. Also das ist unverzichtbar. Okay, super. So, jetzt räume ich aber erstmal auf. So, da bin ich wieder. Die Kartoffeln, die lasse ich jetzt hier nochmal einen ganz kleinen Moment ausdampfen, weil wir kümmern uns als nächstes um die Bällchen. Ich habe hier schon mal ein Backblech vorbereitet mit ein bisschen Backpapier, ein bisschen kaltes Wasser für die Finger, damit es nicht so klebt. Ofen ist auch schon fertig aufgeheizt, also uns steht nichts mehr im Wege. So. Falls ihr noch mehr darüber wissen wollt, wie Köln das macht mit dem glutenfrei und was es überhaupt so für Vor- und Nachteile von glutenfreier Ernährung gibt oder Rezepte sucht, dann könnt ihr mal auf der Seite von Köln vorbeischauen. Da haben die nämlich total viel Wissenswertes, einmal über den Prozess, wie die ihre Sachen so herstellen. Und dann sind da aber auch Rezepte und dann gibt es auch noch eine Rubrik Ernährungsberatung. Also da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen stöbern. Und bestimmt einige interessante Infos noch finden. Dann können die jetzt mal schnell in den Ofen. Und zwar ja, so ungefähr für 20 bis 30 Minuten. Dann würde ich jetzt mal sagen, bevor die Kartoffeln hier komplett ausgekühlt sind, mache ich mal mit dem Kartoffelstampf erstmal weiter. Wir machen das Ganze natürlich in vegan. Das heißt, ich habe hier Margarine und ich benutze auch natürlich die Haferliebe von Köln. Ich stampfe schon mal ein bisschen vor. Dann gebe ich da mal die Margarine dazu. Also wenn ich Kartoffel stampfe,
oder Kartoffelpüree mit Butter mache, dann kann das echt nicht genug sein für mich. Ich finde, da gehört richtig viel rein. Jetzt bei der Margarine bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Und dann für die Cremigkeit natürlich noch die Hafermilch. Die probiere ich aber erstmal. Ja, schmeckt super. Schmeckt richtig, richtig lecker. Und hat vor allem so einen leicht süßlichen Geschmack. Und das, obwohl da gar kein Zucker drin ist, darf ein großer Schluck rein. So. Der Haferliebe-Drink von Köln ist natürlich auch glutenfrei. Dann nehme ich mir hier nochmal ein bisschen. Ja. Bisschen Muskat. Ich liebe Muskat. Und dann Deckel drauf und zur Seite gestellt. Das brauchen wir gleich. Für die Soße brauche ich einen großen Topf. Und nein, bevor ich den Topf anmache, Zwiebel, Knoblauch wieder schneiden. Diesmal ein bisschen kleiner, soll sich nämlich in der Soße natürlich schön auflösen. Ein bis zwei Knoblauchzehen, je nachdem wie groß die sind. Gut, die Zwiebeln sind schön glasig. Jetzt kann ich da die Brühe dazugeben. Das brutzelt. So. Und dazu kommt jetzt auch noch etwas Senf. Noch etwas von der Tamarinsoße. Und dann habe ich hier noch etwas Maisstärke. Und die löse ich jetzt schon mal ein bisschen Wasser auf, bevor ich die dann gleich mit zur Soße dazu gebe. So. Super. Gut. Nochmal hier gut umrühren. Und eine wichtige Sache fehlt natürlich noch, um das Ganze auch schön cremig zu machen. Und das ist wieder unsere Haferliebe. Jetzt lasse ich das Ganze aufköcheln und gebe dann, wenn das schön köchelt, das Wasser mit der Maisstärke dazu. So, jetzt gucke ich mir nochmal meine Chatbulla da hinten an. Ich glaube nämlich, ehrlich gesagt, die können jetzt mal langsam da raus. Na ihr? Wie geht's euch? Die sind schön knusprig. Genau so wollen wir sie haben. Und damit sind sie fertig. Tada! Das köchelt hier schön. Das heißt, ich gebe jetzt mal hier meine vorgerührte Maisstärke dazu, damit das Ganze auch andickt. Und jetzt brauche ich noch einen Topf. Mein Gott, als hätte ich hier nicht schon genug rumstehen, wa? Denn was jetzt noch fehlt, sind die Preiselbeeren. Die kann man so kaufen, schmecken so natürlich auch schon sehr gut, aber noch viel besser schmecken sie, wenn wir sie jetzt nochmal erhitzen und ein bisschen süßen mit etwas Agavensirup und noch ein bisschen würzen mit etwas Orangenschale. Es reicht, wenn ihr das einmal nur ganz kurz aufkochen lasst und dann ist das auch schon fertig. So, jetzt letzte Chance, noch einmal klar Schiff zu machen. Alles einmal zu probieren, ob man noch irgendwas ändern, würzen oder verbessern sollte. Und dann sind wir auch schon fertig. Tada! Der älteste Trick im Buch. Ja, wir können loslegen, wir können anrichten. Es ist alles fertig. Oh Leute, das ist richtig, richtig lecker. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Also erstmal haben diese Bällchen, finde ich, eine richtig gute Konsistenz. Und Kartoffelpüree ist sowieso super. Und ich finde auch toll, dass das mit der Hafermilch richtig gut funktioniert hat. Und ja, Preiselbeeren, dazu muss ich gar nicht viel sagen. Top. Also, bevor ich jetzt hier wieder nur am Futtern bin, ihr müsst gleich mal probieren und mir sagen, ob ihr findet, dass diese Chatbulla genauso gut durchgehen wie die echten und ob sie besser sind als die Veggie-Variante vom schwedischen Möbelhaus. Und ansonsten nochmal danke an Köln für diese Produkte, die ich heute ausprobieren durfte. Und ihr schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit meinem Veggie-Experiment. Ich bin gespannt, was mir noch so begegnen wird die nächste Zeit und wie ich damit zurechtkomme weiterhin. Und ja, bis bald.
gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. So, und jetzt kommt mal her und probiert. Ich bin so gespannt, was ihr sagt. Mmh. Und? Mega lecker. Ja, oder? Mhm. Richtig schön würzig.